Leute, Oma Rosi hat Neuigkeiten. Ich würde sagen, wir versammeln uns mal am Tisch. Mädels, kommt ihr mal aus eurem Zimmer? Ach, hi Jessie. Hi Rosi, ja. Komm doch rein, mach's dir gemütlich. Ja, Oma Rosi, bist du da? Oma Rosi, hallo. Hi. Ach, schön, dass ihr jetzt alle da seid. Ach, ja, Mensch. Rosi, okay. Dass du überhaupt da bist, was gibt's denn? Warum hast du keinen Kuchen mitgebracht? Ja, also da hatte ich jetzt nun wirklich keine Zeit zu, aber ihr seht ja, ich bin hochweg am Grinsen, wie ein Honigkuchenpferd. Hattest du ein Honigkuchenpferd? Nein. Ein Honigkuchen? Ein bisschen beeilen, weil ich habe noch eine lange To-Do-Liste. Also, aber ja. Schick sie ja auch, ne? Dankeschön. Und das ja auch nicht einfach nur ohne Grund, ne? Denn ich sag euch, die Oma Rosi geht auf Tour. Durch den Supermarkt oder? Was? Auf Tour. Was für eine Tour? So wie in alten Zeiten. Ach, das ist so prima. Ja, auf du Tour. Machst Urlaub? Nein, also Urlaub ist das wohl nicht. Also Partyurlaub vielleicht. Fährst du denn hin mit dem Urlaub? Also es geht. Ich möchte jetzt hier nicht so rumprotzen, ne? Also, naja, eigentlich war was anderes geplant, aber jetzt wird's halt dann doch Malle. Also Mallorca, ne? Mallorca? Malle ist ja so, das sagen ja die Jüngeren. Also Mallorca. Also du machst Urlaub auf Mallorca. Kannst du uns nee, ich gehe auf Tour. Das ist kein Urlaub, mein Tour? Schätzchen. Das ist aber was für eine Tour? Also einen Urlaub bräuchte ich danach, nach die der Tour. Eine Rentnertour oder was? Oder? Na, hör mal, eine Rentnertour bin ich. Also so alt bin ich ja auch nicht, Kehr. Ja, das wird eine richtige Tour, wie damals zu meinen guten alten Rockstar-Zeiten. Ne? Du ich gehe mal wieder richtig. Da schon wieder, das ist ja, der Jesse, also ach, du sag mal, auf. Euer Onkel, der glaubt also, mir das bis heute nicht. Nur, ich wünschte, wir hätten damals auch hier diese Handys gehabt. Da hätte ich euch mal was zeigen können, ne? Also du gehst da, du schaust dir da Konzerte an, oder? Nee, ich bin das Konzert. Oma Rosi ist on stage. Und da werde ich die Hüften schwingen. Oh, aber hallo, ja, wie da früher. Da wird die dich aber ganz schnell darunter. Nee, fährt. Ich bin ja, also Kannst ich wurde da eingeladen. Nee, ich gehe auf Tour mit sehr erfolgreichen Bands. So, und die werdet ihr sowieso. Kann ich mitkommen? Verdienst du damit Geld oder wie? Du, oder? Das ist natürlich, das ist mein Job. Also, warum komme ich nicht mit? Oma Rosi kann ich mit. Das müsst ihr erstmal mit eurer Mutter abklären. Ich kann nicht unsere Mutter ja nicht. Richtig, deswegen bleibt die hier. Also Holly, ich finde das super toll, dass du Interesse hast. Also beim nächsten Mal, da kann ich dir bestimmt noch einen VIP-Platz besorgen. Also ich kann gut Koffer tragen und sowas. Also ich kann dir wirklich helfen. Aber was machst du denn? Ich stehe auf der Bühne und ich werde die Bühne rocken. So. Also du singst. Ja, und ihr könnt das dann auch im Fernsehen und auf YouTube hinterher und ich schicke euch auch noch ein bisschen was drüber. Was für Musik? Schlagermusik? Oder? Nee, das ist Rockmusik, so wie früher. So wie ja, zeig doch mal. Dann zeig doch ja, mal. Ja, okay, zeig doch mal. Ja, ich kann euch, also das wie, zeig doch Oma mal. Oma Rose, es ist mir vollkommen egal, was das für eine Musik ist. Ich komme einfach mit und ich kümmere mich um deine Klamotten. Und die Klamotten, der Dresscode ist ich kann auch einkaufen gehen und für ich trage nur Leder, so eine Lederjacke, so eine Fesche und coole Stiefel. Ja. Also es ist mir total egal, was ihr jetzt hier denkt. Ich bin jetzt erstmal auf Tour so und ich war damals ein Rockstar und wenn ihr mir das nicht glaubt, ist mir das auch Oma, völlig Rosi, ich glaub dir das total alles. Ich glaub, egal. Du bist auch immer noch ein Rockstar. Ja, das würde ich auch sagen. Mitkommen. Das geht ja dann nicht, Schätzchen, aber ich finde das toll. Also beim nächsten Mal auf jeden Fall. Ja, dass dir Rockstar nichts sagt, das ist mir aber klar, Schätzchen. Was ist denn mit dem Hausflur? Der muss ja immer noch gewischt werden. Ja, aber das könnt wenn ihr du, doch mal wie, übernehmen. Wie lange bist du weg? Ich bin 2 Wochen weg. 2 Wochen soll der Hausflur nicht gewischt werden. Ja, das könnt ihr übernehmen. Aber so ja, richtige gut, Rockstar Daisy, das ist Holly sein. Mach doch jetzt nicht so ein Gesicht, Holly. Ich bin doch ganz schnell wieder da. Ja, aber hier gibt es auch so. Also ich bin jetzt 2 Wochen weg. Ich muss jetzt los. Ich muss nämlich noch meinen Koffer packen. Na, und ich mach gleich noch ein bisschen die Musik an und dann kann ich schon mal ein bisschen üben. Oma Rosi denkt gerne drüber nach. Ich würde gerne mitkommen. Das finde ich ganz reizend, Schätzchen. Also beim nächsten Mal gerne. Da besorge ich dir einen VIP-Platz, ne? So. Und ärgert den Jesse nicht. Du musst dich lernen. Ne? Und du machst das schon, du mit den 2 Mädels hier, ne? Ja, die können den Hausflur wischen mal. Ja, nein! Das ist klar. Ist mir auch egal, aber ich bin jetzt weg. Was machen wir denn jetzt so lange ohne dich, Oma Rosi? Das ist ja dann total, weil Jesse, der kriegt das ja nicht alles so hin. Also wir brauchen dich ja auch. Ja, da muss der Jesse sich eben heißen. Mal ein bisschen anstrengen, ne? Ja. Ich bin jetzt erstmal 2 Wochen weg. Denn? Ja, bei Oma Rosi. Wir sehen uns, wir ne? Die isst uns doch eh nur immer die Kekse. Aber da weg, kriegen ja. wir wenigstens. Nein, die bringt auch Kekse mit und die backt selber. Ja, eben. Die geht immer backen. Genau. So, adios, amigos. Ich muss jetzt den Flieger nehmen. Ach ja, vergiss eins nicht. Rock'n'Roll, Baby. Tschüss.
Tschüss, Oma Rosi. Oh, das ist total traurig, dass sie jetzt weg ist. Und wer macht jetzt Kuchen für uns? Ja. Der gleiche Bäcker wie sonst auch. Oma Rosi macht selber Kuchen. Genau, und wer bringt jetzt überhaupt ein bisschen Schwung in die Bude rein? Weil mit dir ist total langweilig. Oma Rosi hat wenigstens immer gute Geschichten erzählt. Ja. Und die waren wahrscheinlich alle gelogen und ich glaube, also ich wäre gerne mit nach Malle geflogen. Sie war halt wirklich eine gute Geschichtenerzählerin, aber ich glaube auch, dass sie da irgendeinen Urlaub oder so die macht. Die macht da Spa-Urlaub oder sowas. Sie lässt sich da die Haare machen und die Fußnägel und sowas. Und die lässt sich da halt richtig gut gehen auf Malle jetzt 2 Wochen. Warum kann sie uns dann nicht mitnehmen? Ja. Also ich hätte auch viel Zufall getragen. Weil ich eure Mutter nicht kontaktieren kann, deswegen... Naja, Oma Rosi hat auch nicht gesagt, dass wir mitkommen können. Also, aber Onkel Jesse, bei dir ist es halt schon ein bisschen langweilig, weil du machst halt gar nichts mit uns. Ja, du bist immer, entweder bist du spazieren oder im Park oder du fliegst hier halt die Pflanzen. Du könntest ja einfach mal mitkommen in den Park. Nein, das ist voll peinlich, Mann. Du bist voll spießig. Du kommst auch nie mit zum Skatepark. Ja, aber das ist halt so... Guck mal, oder halt mit Daisy in die Bibliothek. Dein Hemd schon, ne? Also vielleicht können wir mal irgendwie was shoppen mit dem gehen. Hemd? Und dann können wir shoppen gehen. Onkel Jesse zahlt. Nee, also das können wir jetzt nicht machen. Nee. Aber was meinst du denn mit spießig? Oma Rosi wäre direkt mit uns shoppen gegangen. Wer sagt denn flippig? Ja, ich. Ich hab das Wort flippig noch nie gehört. Was soll das heißen? Ja, fesch. Fesch. Auch schon allein das Wort ist schon so spießig, dass das spießt schon spießig. Über dir. Es ist nicht 2004. Also ihr seid echt ganz schön gemein. Nein, also, so war das nicht gemeint, Onkel Jesse, also, aber du weißt, mit Oma Rosi hat man halt Spaß. Ja. Also, heute in der Stadt ist eine Party. Da wollte ich eigentlich nicht hin, aber da gehe ich dann jetzt hin. Wieso bist du zu einer Party eingeladen? Ja, da könnt ihr auch gerne mitkommen. Ist das auch was spießig? Was für eine Party? So guck, eine ich bin nicht spießig. Hat das eine Pflanzenparty? Nein, eine richtige Party. Ist das der Pflanzenmarkt? Nein, das ist eine richtige Party. Mit einem DJ? So eine nicht spießige Party. Eine DJ? Mit coolen mit DJ? Leuten? Ja, alles cool. Also wir gehen wirklich zu der Party. Ja, wir gehen zur Party. Also, dann müssen wir gucken, was wir anziehen. Okay, aber also, das ist eine coole DJ-Party. Ja, es ist eine coole DJ-Party. Jetzt hör auf zu fragen. Okay, aber vorher... Fragst du mich noch die Vokabeln ab? Ja, dann komm, wir machen Kleidung das. Aus, und dann suchen wir Klamotten. Dann schminken wir uns und dann. Dann geht's los. Dann, aber nur, wenn ich alle Vokabeln richtig aufgesagt habe. Ja, sonst bleibst du halt hier. Dann gehe ich mit Jesse alleine. Nein, also, nein, nein. Ich bitte dich. Jetzt habe ich ja einfach spontan irgendwie was von der Party erzählt. Ich weiß doch gar nichts von der Party. Ich muss erstmal googeln, ob vielleicht eine irgendwo hier in der Nähe ist. Also, Holly, was sagst du jetzt? Soll ich rosa anziehen, schwarz oder ich finde, du kannst eigentlich so bleiben. Ich finde, das sieht super sommerlich süß aus. Ja, meinst du, ich soll eine Jacke mitnehmen? Meinst du, es wird kalt heute Abend? Ja, aber wir gehen doch auf eine Party. Nein, ich nehme die nicht mit. Komm her. So, ja. Brauch ich nicht, glaub auch. Also, ich glaube, das kann einfach so bleiben. Ich habe meinen Lippenstift mit dabei. Und, aber meinst du, Oma Rosi kommt klar auf Mallorca oder noch? Meine Oma Rosi ist ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Ja, aber ich meine, also vielleicht hätten wir wirklich mit. Ich glaube, sie kommt schon. Und wir sollten ihr auf jeden Fall nachher schreiben, ob es ihr gut geht und ob sie gut angekommen ist und so. Ja, und ich mache mir auch Sorgen um Oma Rosi, weil sie ist halt schon wirklich... 2 Wochen cool, hat sie gesagt, ne? 2 Wochen. 2 Wochen ist schon eine lange Zeit. Das ist lange. Was machen wir denn auch so lange? Also da bin ich echt gespannt, ob Onkel Jessys Party wirklich so cool ist. Ich hoffe, es gibt die Party. Also... Ich hoffe, es gibt diese Party wirklich. Und nicht, dass wir irgendwo hingehen, wo irgendwie so Hobbypflanzenmenschen sind, so wie ihr. Ja, das wäre total spießig. Also ich bin da auch ein bisschen skeptisch, aber... Ja. Aber wie gesagt, wir haben jetzt auch nicht so viel Zeit, deswegen würde ich sagen, also du musst mich jetzt erstmal Vokabeln abfragen. Mhm. Ganz wichtig, ich muss wirklich alle jetzt können, weil das ist schon für die nächste Stufe. Mhm. Und wenn du wenigstens 1 oder 2 davon auch mitlernst, dann wäre das schon richtig gut, Holly. Das würde mir gut tun, ne? Ja. Okay, dann lernen wir jetzt erstmal Vokabeln und dann geht's los. Sagen die hier spießig. Sollen die mal warten, bis ich das Tanzbein schwinge, wie spießig ich dann bin. Hier, so meine Moves. So. Und so nochmal. Und dann tanze ich so. Und dann mache ich nochmal den hier. Und dann so nochmal. Und dann drehe ich mich hier ein bisschen. In die Hüften schwingen. Ah! Was war. Onkel Jesse, Onkel was war das? mich denn so? Ich hab ach, Onkel Jesse, komm. Wir zeigen dir, wie das jetzt richtig geht. Ja, okay? Zeigt mal, wie ihr tanzt. Wir schwingen jetzt mal das Tanzbein zusammen. Das war wirklich natürlich nicht richtig gute Party, Onkel Jesse. Das letzte war, als ich hier so Ding rausgeholt habe. Nein, Onkel Jesse, nein. Du weißt, so wie wir dir gezeigt haben,
Hüften schwingen. Genau. Hier, die Oma Rosi auf jeden auch Fall, wir hatten Spaß. Oma Rosi tanzt ja auch. Ich glaube, dein Handy, guck mal. Aber es hat echt Spaß. Stimmt, macht Geräusche, ne? Apropos Oma Rosi, die hat hier eine WhatsApp geschickt. Schauen wir doch mal. Ein Video, das kann die? Moment mal. Oma Rosi, die hat sich echt auf eine Bühne geschlichen. Nee, das hat die doch heimlich gemacht, oder? Aber die wirklich ihr bestes Leben, die Oma Rosi. Gibt's ja nicht. Oh Mann, Oma Rosi ist so cool. Können wir auch nach Mallorca? Ja, gehen können wir auch bitte nach Mallorca. Nein, wir können nicht nach Mallorca. Bitte. Nein. Können wir Oma Rosi besuchen? Gerade wo du so cool geworden bist. Lass uns das lieber nochmal angucken. Das war cool. Okay. Also diese neue Lern-App, die ist ja wirklich super. Da kann man ja wirklich hier ordentlich Vokabeln lernen. Daisy! Ja, Daisy, hast du wieder die letzte Capri-Sonne getrunken? Mit dem Fairy-Drink hier. Hast du da die letzte von getrunken? Ich habe die gerade im Müll gefunden. Ja. Und im Kühlschrank ist auch keine mehr. Du hast doch gar nicht gesagt, dass du die trinkst. Aber ich will die immer trinken. Ja, und Onkel Jesse hat zu wenig davon gekauft. Ja gut, da kann ich auch nichts dafür. Ich hatte Durst, also sorry. Dann trink doch Wasser. Trink doch du Wasser. Nein, ich will das trinken. Also, das ist voll gemein von dir. Wieso trinkst du immer meine Sachen aus? Warum ist Oma Rosi nicht hier? Die könnte sich... Ja, Oma Rosi kauft immer mehr Capri, sondern es ist so ungerecht, dass sie in Urlaub gefahren ist. Und jetzt hat Jesse auch noch sein Date und er kann nicht einkaufen fahren. Ja, ach, der mit seinen Pflanzen-Dates da im Garten. Ja. Also, meinst du, ich kann den anrufen, dass er uns Getränke kauft? Ja, ich weiß es nicht, Holly. Oder geh doch einfach... Nein, ich geh nicht. Kannst du nicht gehen? Kannst du nicht einkaufen gehen? Das ist auch voll gemein, dass du nicht einkaufen gehst. Holly, wirklich. Holly, du bist heute unerträglich. Ich hab gerade eine neue Lern-App. Du bist unerträglich. Nein. Du sitzt hier nur mit deiner blöden Lern-App. Geh doch einkaufen. Nee, weißt du was? Was weiß ich? Ich gehe jetzt in die Bibliothek, weil das ist ja wirklich nicht zum Aushalten. Ich muss jetzt lernen. Ich hab wirklich Besseres. Ach, immer lernst du nur. Ja, das ist mit dir nicht auszuhalten. Ja, ciao. Das ist so gemein von Daisy. Sie hätte einfach einkaufen gehen können für mich. Rosi macht das auch. Ich vermisse Rosi so. Oh, ich guck mir einfach das Video nochmal an, was sie mir geschickt hat. Das ist... Wieso ist sie so? Wieso fährt Rosi einfach in Urlaub und alle sind weg? Das ist so schlimm hier. Wir hätten doch ins Camp fahren sollen. Aber... Ja, hallo. Schöne Grüße von Rosi hier. Oh, das ist hier der Wahnsinn. Der Wahnsinn ist das hier. Ihr seht ja, was hier los ist. Die Menge tobt wie verrückt. Und die kommen alle wegen Oma Rosi. Woo! Rock'n'Roll, Baby! Schöne Grüße! Yay, yeah, bis dann! Ich könnte auch einfach... Ich google mal Flüge. Auf Malle, das ist so cool. Ich google einfach mal Flüge. Vielleicht kann ich auch einfach zu Rosi hinfliegen. Weil das kann ja gar nicht so teuer sein. Und ich habe noch... Ich glaube, ich habe noch 62 Euro auf meinem Konto. Das müsste doch reichen. Also, ich suche mir einen Billigflug nach Malle. Okay, Billigflug... Okay. 45 Euro, ja. Da muss ich halt nur... Wie komme ich denn zum Bahnhof, zum Flughafen nach Dortmund? Keine Ahnung. Aber das werde ich schon hinkriegen. Also Züge fahren ja irgendwie immer und dann fliege ich da einfach hin. Und ich sag einfach Oma Rosi mal Bescheid. Ich schicke Oma Rosi mal eine Sprachnachricht, dass Oma Rosi auch Bescheid... Ja, ich rufe sie einfach an. Oma Rosi, die ist alt, die freut sich über Anrufe. Wie? Wie? Kein Netz. Oh, Oma Rosi. Bestimmt wieder feiern, da ist kein Netz. Okay, dann schicke ich hier doch eine Sprachnachricht. Okay, Oma Rosi, Holly hier. Ich habe mir einen Flug gebucht, beziehungsweise ich habe ihn noch nicht gebucht. Ich mache das einfach am Flughafen. Ich habe gesehen, 45 Euro ist der Flug nach Malle und aus Dortmund. Ja, ich komme dann einfach dahin und holst du mich vom Flughafen ab? Danke, Oma Rosi. Okay, gut, ich packe meine Sachen und dann fliege ich los. Okay, irgendwie, ich glaube, Daisy hat meine Handtasche mit in die Bibliothek genommen. Aber ich nehme jetzt einfach die Tasche und dann nehme ich das. Das kommt ins Handgepäck und ja, los geht's. Ach, war das wieder schön im Gartencenter. Der Rhododendron blüht einfach immer noch so schön zu dieser Jahreszeit. Ach, toll. Wow. Oh, ich habe eine... Nachricht von Rosi? Die ist doch im Urlaub. Okay. Hey Jessie, Holly will nach Malle kommen? Ist das abgesprochen? Ich kann die nicht abholen? Ja, was? Moment, was? Holly will nach Malle kommen? Nein, das ist definitiv nicht abgesprochen. Holly?
Daisy? Holly? Hallo? Jemand hier? Meine Güte, wo... Daisy und Holly sind beide nicht da. Daisy, Holly weg oder was? Was haben die für Schnapsideen? Die können doch hier nicht einfach abhauen. Wo sind die denn? Ich versuche mal, Rosi anzurufen. Ja, toll, kein Signal, geh nicht ran. Was ist denn das? Oh Gott. Die können doch nicht einfach... Was haben die denn immer mit abhauen und... Hey, Onkel Daisy! Daisy, du bist hey. Da! Zum Glück. Wo ist Holly? Ja. Holly? Du weißt... Ist Holly nach... Ist, hast du Holly nach Malle gebracht? Ist sie zum Flughafen gebracht? Wo ist... Holly, weißt du da was von, dass sie nach Malle zu Oma Rosi gegangen ist? Onkel Jesse, ich bitte dich, wie soll denn... Hey, was, warte. Wie soll denn Holly nach Mallorca fliegen? Ja, Rosi schreibt mir, Holly will da hinkommen und... Was? Ob das abgesprochen ist, also, sie kann hier nicht abholen. Also, natürlich nicht, die soll doch auch gar nicht nach Malle. Nee, was also, macht ihr? Ich war gerade einfach nur in der Bibliothek und habe gelernt, weil Holly mich total gestresst hat, ja? Keine Ahnung, wo Holly ist. Ich dachte, die ist hier zu Hause. Ja, offensichtlich und nach Malle hin. Hä? Die kann doch. Onkel Jesse, ich will ja nicht sagen, aber wie will sie sich denn dann ein Flugticket gebucht haben? Soll ich doch nicht. Keine Ahnung, aber wenn sie jetzt alleine zum Flughafen ist, schon gefährlich genug. Gott, ich muss das sofort recherchieren. Die kann doch nicht alleine hier einfach hier durch die Gegend. Nee. Die kennt sich hier doch auch gar nicht aus. Die haben gar nicht so viel Geld dabei. Also ich guck mal schnell nach Billigflügen. Ja, guck mal, ob überhaupt irgendwas gibt. Ich muss eure Mutter anrufen. Aber bist du dir sicher, dass sie nach Malle fliegen wollen? Ja, so Oma Rosi. Ja, so Rosi halt, ne? Ich rufe jetzt eure Mutter an. Mein Gott, was macht die denn schon wieder? Also wirklich so, also die kann man nicht eine Minute alleine lassen. Niemand erreicht mal Rosi nicht, eure Mutter nicht, Holly geht nicht ans Telefon. Nee, das ist wirklich, anstatt dass sie mal... Du bist auch nicht ans Telefon gegangen übrigens, danke. Ja, aber ich war in der Bibliothek und hab gelernt, hallo, da habe ich natürlich mein Handy auf Stumm geschalten. Guck weiter nach Flügen, das ist jetzt also, okay. Nee, geht auch nicht ran. Ja, du, sei mal kurz eben ruhig, ich muss, ich erreiche eure Mutter nicht, ich schicke jetzt eine Sprachnachricht, ne? Okay. Hallo, Schwesterherz. Du meldest dich ja immer noch nicht, aber ich hoffe, dir ist bewusst, dass die Kinder bei mir sind. Aber jetzt gerade nicht mehr, weil Holly ist nämlich verschwunden. Die ist abgehauen. Also, vielleicht nochmal ein bisschen an der Erziehung irgendwie arbeiten oder so, ne? Aber auf jeden Fall, die ist jetzt verschwunden und wir werden versuchen, sie wiederzufinden. Wir melden uns wieder, wenn sie wieder da ist. Mach dir keine Sorgen, aber wahrscheinlich hörst du die... Geht's gut, Mama. Ja, Daisy ist da. Daisy ist da, nur Holly ist weg. Du wirst es ja eh nicht anhören, so wie du dich gerade verhältst. Danke. Okay. Okay, Onkel Jesse, jetzt... Ja, hast du was? Ja, und zwar, also erstens, der nächste Flug, beziehungsweise der billigste Flug nach Malle geht erst morgen. Und das Ding ist halt... Was macht sie sich denn heute schon auf dem Weg? Ja, weil also dieser Flug ist halt von Dortmund aus. Und ich kann mir halt vorstellen, so wie Holly halt überhaupt nicht drüber nachgedacht hat, versucht sie halt jetzt erstmal mit dem Zug nach Dortmund zu fahren und dann von dort aus dann zu fliegen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, warum einen Tag vorher und dann sollten wir mal beim Bahnhof erstmal gucken. Dann fangen wir sie am Bahnhof ab. Ich meine, die hat ja auch kein Auto. Dann fahren wir jetzt zum Bahnhof und sind wahrscheinlich früher als ja, weil anders weiß ich nicht. Wann fährt denn der nächste Zug? Weil zum Beispiel von Frankfurt aus, das fliegt dann erst über. Ja, das wird. Sie muss auf jeden Fall vom Bahnhof sein, weg. So wie ich meine Zwillingsschwester. Dann fährt der Zug, dann vielleicht erwischen wir sie noch. In. Ja, komm, zwei machen Stunden. Wir unterwegs, lass uns los. Komm. Jetzt geh doch. Ja, los, wir haben ruhig. Keine Zeit hier, ne? So. Voll blöd. Warum fällt mir denn erst auf, dass der Flug erst morgen ist, wenn ich schon halb am Bahnhof bin? Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt zurückgefahren und naja, gut, das weiß eh niemand, dann setze ich mich halt morgen früh in Zug. Das war sie einfach nicht wahr sein, dass die Tür nicht auf. Ist sie jetzt wirklich in Dortmund oder? Papa? Holly? Holly? Sag mal, Holly! Jetzt bist du einfach wieder hier und haust ab und meldest dich nicht? Ich hab die ganze Zeit angerufen. Nein. Hallo. Wir haben uns total Sorgen gemacht, Mann. Warum habt ihr euch Sorgen gemacht? Ja, weil du nicht hier warst. Und wie willst du denn alleine wegfliegen? Ja. Aber woher wisst ihr das überhaupt? Aber Daisy hat früher erklärt, wo sie ist. Aber woher wusstet ihr überhaupt, dass ich... Ja, Rosi hat geschrieben. Rosi, die olle Petze. Ja, ja. Zum Glück hat sie geschrieben. Ja, weil mit welchem Geld und wie... Ich kann mich nicht abholen. Ich hab 62 Euro. Und für 45 Euro hätte ich fliegen können. Und ich habe ja das Zugticket. Das hätte gepasst.
verpasst. Ja, aber ist schon klar, dass der Flug erst morgen geht. Ja, das habe ich gemerkt. Das habe ich gemerkt, deswegen bin ich wieder hier. Warum hast du denn nicht Bescheid gesagt, wenigstens? Ja. Dass wir uns jetzt hier nicht so Sorgen machen. Ich meine, dass du abhaust, ist schon schlimm genug, aber... Ich wollte mich hier einfach alleine lassen. Ich war halt sauer auf euch. Weil du warst nicht da und du wolltest nichts mit mir machen. Ja, aber ich habe die Sonne behandelt. Ich brauche dich doch. Aber ich brauche euch doch auch. Und ich dachte, ja, ich dachte, Oma Rosi... Es ist so traurig, dass Oma Rosi nicht da ist. Ja, aber wir sind auch traurig. Aber ist das denn wieder so schlimm hier? Doch nicht alleine. Nein, es ist nicht so schlimm hier. Aber vielleicht... Aber Holly, aber ich brauche dich hier doch. Ja, aber vielleicht können wir mal mehr zusammen machen oder so. Ja, stimmt. Ich meine, ich bin auch relativ viel im Garten. Ja, wir könnten echt mal einen Ausflug also vielleicht, machen. Ja, vielleicht können und nicht ins Gartencenter. Ja. Nee, also nichts mit Pflanzen. Also wirklich überhaupt gar nichts. Vielleicht können wir klettern gehen oder so. Aber es muss uns ja allen Spaß machen, ne? Klettern? Im Wald? Das ist ja dann auch voll mit Pflanzen. Naja, wir überlegen uns ja, okay. Ja, vielleicht auch klettern. Okay. Aber etwas, woran wir alle Spaß haben. Mhm, das gerne. Okay, aber du hast verstanden, dass das nicht in Ordnung ist, einfach abzuhauen, ohne dich zu melden. Genau, das ist nicht in Ordnung, Holly. Ja. Und du kannst mich doch nicht einfach alleine lassen und mir nichts sagen. Nein, mach ich nicht. Mann, du musst mich doch die Capri-Sonne nicht austrinken. Du musst mich doch auch die Vokabeln abfragen und so, Mann, ich kann doch nicht alleine lernen. Holly, okay, ich muss dir noch was erzählen. Okay. Ja, warte. Ja, was musst du mir erzählen? Du wirst es nicht glauben, als du weg warst. Das war wirklich eine absolute Katastrophe, Onkel Jesse. Ja, es tut mir ja auch leid. Der hat einfach versucht, unsere Mutter anzurufen. Aber er hat es nicht geschafft. Ja. Mama hat ja keinen Empfang. Ja, Gott sei Dank. Sie hat die geht ja eh nie ans Telefon. Richtig, genau. Sie hat ja keinen. Schon gar nicht im Urlaub. Mhm. Aber das Ding ist, er hat eine Sprachnotiz aufs Handy, also ihren Sprachnotiz geschickt und hat da Sachen gesagt, ne? Und aber weiß sie jetzt, dass wir hier sind? Ja, eben. Oh nein, jetzt weiß Mama, dass wir hier sind. Ich habe dann noch irgendwie versucht, zwischen reinzurufen und zu sagen, hey, uns geht's gut, Mama, und alles gut. Okay, und ja, habe versucht abzulenken, aber ich konnte einfach nichts retten. Ich meine, was soll ich? Können wir das löschen von hier? Können wir das auf ihrem Account löschen? Kannst du das? Ihrem Account? Also, oder bei wir nehmen halt Onkel Jesses Handy und löschen das, aber ich weiß nicht, ob es schon zu spät ist. Boah, ich weiß nicht. Müssen wir gucken, ob wir sein Handy nehmen können. Aber die Frage ist es dann aber wir müssen, trotzdem musst deine einen Mama, guten, oder nicht? Keine Ahnung, mach einen guten Plan, Daisy. Okay, ich werde mir was überlegen. Mhm. Okay, ich recherchiere darüber. Ich meine, ich kann das jetzt ganz kurz, das ganze Internet hier durchforsten und das studieren. Du musst kein das Problem. Machen. Ich muss, wir müssen eine Lösung finden. Wir müssen, Mama darf das nicht wissen, dass wir hier sind. Ich glaube, wir müssen dann tatsächlich irgendwie Mamas Account hacken, irgendwie uns da reinfuchsen und das dann da löschen. Daisy in Mallorca, oder was redest du? Nein, du bist Daisy, ob Holly nach Mallorca Holly. Ist. Stopp! Jetzt haben wir ein Outtake. Endlich. Ach Gott, ey. Also Holly, ja, oh mein Gott. Machen wir nochmal ganz... Ja, mach doch mal von da. Ja, okay. Ja, ich komm, okay? Okay, ja. Kommt doch gleich hier zum Sofa. Das gibt's doch, Onkel Jesse. Hast du meine Kapsel noch gekauft? Ja, ist im Kühlschrank. 10er-Pack. Wir wollen doch... Nur 10. Ja, 10 Kartons. Okay. So, okay. Also, so, wir wollen ja über den Ausflug reden. Ja. Wir wollen doch einen Ausflug machen. Also, ich bin also, ins Freibad. Ja, ich will ins Museum. Ich erstmal meine Ideen. Also, Gartencenter? Ja, nee, Onkel Jesse, du hast uns versprochen, keine Pflanzen. Aber wir könnten... Das sind hauptsächlich Kunstpflanzen. Aber nein, sonst vielleicht der botanische Garten ist auch sehr schön. Oder ein Pflanzenmuseum. Oder ich kann euch auch durch die Uni führen. Nein, wir können aber auch nicht. Ich arbeite wir kennen die Uni schon, wir waren ja schon mal mit der Schule. Also, Museum? Nein, es ist ein Sommerferien. Das machen wir schon immer. Es gibt ja kein Pflanzenmuseum hier leider. Können wir in so ein Museum, wo man so Fotos machen kann? So wie so Selfies, wo Becken, Bällebecken. Das kann man doch überall machen, wozu brauchst du da ein Museum für? Nee, aber wo so Bällebecken und so sind. Diese so Content Creator. Ja, so das Museum. Ja, nein. Das nein, Holly, du hast schon wieder. Das macht doch keinen Spaß mit irgendwelchen Kopf. Ja, gut, also das wollt ihr alles nicht, ja, dann sonst hatten wir Kletterpark auch. Kletterpark ist gut, da kann man auch gut Selfies machen. Im Wald. Und das macht Spaß. Wieder nur Pflanzen und nur Grün und aber das ist cool mit Klettern, du kletterst doch auch gerne. Aber es ist auch ein gerne. Bisschen körperliche Aktivität mal. So, da kommt ihr auch mal in Schwung. Du sitzt ja immer nur. Nein, wir sitzen nicht immer nur. Wir nein, du nicht, die. Holly, wir können ja auch abstimmen, okay? Kletterpark.
Museum. Ja. Ja gut, also wir haben abgestimmt, du hast verloren, auf geht's. Aber Onkel Jesse, hast du ein Auto? Hab ich noch nie Auto fahren Nein, sehen. Das ist nicht mein Auto. Also eigentlich sind Autos ja auch schlecht für die Umwelt und die Pflanzen und so, ne? Aber ab und zu muss man mit Auto fahren. Dafür habe ich Rosis Zweitschlüssel vom Auto. Und, Oma Rosis Auto, du wirst gleich sehen, da müffelst du. Ja, du kennst es ja schon. Wir haben dich damit ja gestern gesucht, weil du einfach weggegangen bist, ne? Okay, also los, komm, komm, auch zu Rosis Auto. Das ist Oma Rosis Auto? Ja, Gott sei Dank ist das perfekt. Passt zu ihr, aber... Ja, aber es wird jetzt mal eigentlich... Ja, das ist so alt wie sie selbst, ne? Ja, das hört auf jeden Fall. So alt wie sie? Oma Rosi? Ja, doch, das macht Sinn, ja. Ja, also das Auto ist schon ein bisschen älter, glaube ich. Also wenn sie nicht für vorne sitzen, Onkel Jesse, ich will vorne sitzen. Auf gar keinen Fall, Holly, ist doch klar, dass ich ja wohl vorne sitze. Ich bin 2 Minuten älter. Aber du hast das letzte Mal bei Mama vorne gesessen, ich will vorne sitzen. Ich bin die Ältere, allein schon. Nein, Holly, Moment, Moment. Nee, also so schon mal gar nicht. Also wenn das reicht, sitzen sie beide hin. Überhaupt kein Holly, wenn dann... So, ihr könnt beide nach hinten gehen. Nein, die Ältere, ich beide. Und außerdem, ich habe schon für meine Fahrprüfung in 3 Jahren gesessen. Ja. Keine Tür, und du hast keine Ahnung. Du musst es tun. Hier, da sind die nach vorne. Und rein damit. Mann, hopp. Holly. Mensch, jetzt ist der Verdeckchen schon unten. Trotzdem müssen. Kann ich hier oben sitzen? Nein. Holly, kann ich so sitzen? Das ist verboten und das ist gefährlich. Nein, also Jesse, wir wollen so sitzen. Also, wir wollen Ausflug machen. So nicht. Ach komm, bitte. Ja, das hat nichts in mit Bitte zu tun. Musikvideos sitzen die auch immer so. Ja, Musikvideos. Kannst du ein Foto von uns machen? Ja, bitte. Das finde ich auch cool. Das bin ich selbst? Onkel Jesse, nicht von dir! Ja, von uns. Oh. Onkel Jesse, hast du ein Selfie gemacht? Nein, nein, nein. Okay. Onkel Jesse, hast du überhaupt einen Führerschein? So, das müsste der Ja. Das ist Schaltwagen, ne? Rückwärtsgang. Okay. Das... Oh Gott, Onkel Jesse, bist du dir sicher, dass du... Ja, das Auto? Wird schon. Du musst dich anschnallen, Onkel Jesse! Gleich, mache ich gleich während der Fahrt. So. Ehrlich, Holly, gestern war die Autofahrt schon wirklich sehr, ein bisschen sehr schlimm. Dann hier wieder. So, das habe ich doch alles gelernt in der Fahrschule. So, Kinder, ich bin jetzt ausgepackt, habe ich. Aber wir sind ja noch gar nicht angeschnallt. Hätte mal was sagen können, ne? Ja. Also, erstmal anschnallen. Es ist das, was man als erstes lernt in der Fahrschule, Onkel Jesse. Nee, aber ausparken haben wir schon mal geschafft. Ja. Also das habe ich sogar schon gelernt. Können wir Musik hören? Bist du schon in der Fahrschule? Nein, aber ich könnte jetzt schon locker die Theorieprüfung bestehen. Also ich habe schon alles gelernt. Daisy was hat macht aber man denn an, was macht man denn, wenn man an einer 15% Verfallung ist? Hä? Ja, also, genau so. Ihr könnt noch nicht fahren. Also nicht, dass ihr das Auto... Was soll denn das sein überhaupt? Ja, genau. Also 15% Steigung meinst du diese... Darf man Busse überholen? Naja, ist ja auch egal. Nein, darf man natürlich nicht. Gar nicht, nie. Ja, jetzt weißt du auch nicht weiter. Was? Onkel Jesse. Ja, also auf jeden Fall noch nicht... Onkel Jesse, kannst du das Verdeck mal zumachen? Irgendwie zieht das voll. Wie das zieht? Wir fahren doch gerade gar nicht. Als wir gefahren haben, hat das voll gezogen. Das Verdeck, wo war das denn? Hier? Also sollst du das zumachen, ja, ich mach... okay, hat das schon... Ich frag noch... Nee. Vielleicht hier... Oh, nein, das war's. Radio. Aus. Okay, vielleicht... Ist das eigentlich ein Kassettenspieler, Onkel Jesse? Da. Das Auto ist ja wirklich... Oh mein Gott! Wieso hat das aufgehört? Was ist das? Jesse, das hat angehalten. Warum geht das nicht weiter? Ist nur halb offen, halb zu. Was ist das denn? Schneid ich erstmal wieder ab. Mach doch gar nicht mehr. Aber was ist denn hier mit Rosis Auto verkehrt? Keine Ahnung, Onkel Jesse. Soll ich mal von außen? Guck mal von außen. Lass mich hier mal raus. Ich komme hier gar nicht raus, Onkel Jesse. Ich will aussteigen. Wir sind 3 Meter gefahren, Onkel Jesse. Und schon ist das Auto kaputt. Ja. Geh ich weiter. Oh Mann. Wen kann man anrufen? Adak. Handwerk. Adak kann man anrufen. Wen kann man? Was? Adak. Was ist denn Adak? Ruf das an, Daisy. Du kannst doch telefonieren. Adak. Ja, ruf doch mal Adak an. Ruf uns an. Du meinst ADAC? Ja, wenn du es so buchstabieren möchtest. Ruf den ADAC an. Okay. Ja, sind wir jetzt hier Buchstabierwettbewerb oder was? Mensch, Onkel Jesse, und du hast einen Führerschein, ja? Und mir willst du was erzählen hier? Ja, hallo. Ja, genau. Also mein Name ist Daisy. Und zwar, wir haben hier einen Notfall, ja? Wir haben hier so ein älteres Auto von unserer Nachbarin. Also wir haben das Auto nur ausgeliehen und die ist jetzt gerade nicht da. Und auf jeden Fall, der Verdeck ist kaputt. Also der Verdeck, der ist halt nur so halb
offen bzw. halb zu. Also der geht halt nicht so richtig ganz zu, ja. Und mein Onkel, der Onkel Jesse, der kriegt das halt nicht hin. Ich glaube, ich weiß nicht, mit seinem Führerschein und so, ob das alles so richtig weiß, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, Sie müssen uns bitte helfen. Ist gelegt, hallo? Die haben einfach nur gelacht. Die haben gelacht und aufgelegt. Wie frech. Das ist eine absolute Frechheit. Da schicke ich jetzt sofort, aber sofort eine Bewertung. Da schicke ich jetzt so einen Roman schicke ich da jetzt hin. Ja. Da können die aber jetzt was glauben hier. Ja gut, dann ich versuch's bei der Rosi. So. Das könnte eigentlich eine ganz gute Zeit sein. Die sollte ja eigentlich keinen Auftritt Rosi haben. Rosi! Ach, schön, dass du mal ins Telefon gehst. Ich habe mir ein Auto ausgeliehen und das Verdeck geht nicht wieder hoch. Wie? Ach, das ist normal. Okay, ich soll dreimal auf den Knopf drücken, dann jedes Rad ein bisschen zur Seite drehen und dann nochmal mit dem Ellenbogen drauf. Okay, ja, warte mal. Drück. Dann drehe ich hier alles nochmal etwas, warum auch immer. Und dann nochmal Ellenbogen drauf. Oh! Ja, es funktioniert! Ja. Guck, geht wieder runter. Aber ja, jetzt hast du es halt wieder runter. Ja, ist schöner aber komm, fürs Fahren. Ja, ist schöner. Aber wir wollten es hoch haben. Total. Wir wollten das Auto also zu haben. Ja, jetzt nein, Holly, offen. Komm, es müffelt hier drin. So, komm. So ist schöner mit offenem hier Cabrio zu fahren. Bevor das wieder hängen bleibt, ich bin froh, dass überhaupt der Onkel jetzt hier überhaupt mal gedreht hat. Hat jetzt alles so. Also, alle einschneiden. Hier, gleich sind wir auch schon da. Hier nochmal ein bisschen rum. So, Onkel Jessica, doch super fahren, oder nicht? Naja. Ach. Egal, Onkel Jesse noch zwei. Da ist der Anak. Da, der C! Jetzt ist sie doch gekommen. Das war doch mal ein Ausflug, oder? Ja, das war ganz schön anstrengend. Ich muss jetzt wirklich gedacht, ne? Also Respekt, Onkel Jesse, es war mal ausnahmsweise wirklich gar hat nicht sogar so dir Spaß verkehrt. Gemacht, ja, ja, das war richtig ja, cool. Ja, diese sportliche Aktivitäten hier draußen und so, das tut ja auch gut. Und frische Luft in der Natur, ja, das ist doch immer nur mit doch viel ja, und er hat auch ein ganz gutes Selfie von uns gemacht. Er hat sich zwar auch selber fotografiert. Ja, Onkel Jesse, aber okay, ich würde sagen, ich gehe erst mal duschen. Erste bei der Dusche. Ich muss mal wieder weiterlernen. Tschüss. Ach, das war doch gut. Guck mal, was hier so auf dem Handy so passiert ist. 4 Anrufe in Abwesenheit von meiner Schwester. Sie hat sich endlich gemeldet. Ja, das wird schon. Ich bin gespannt, ob der Onkel okay Jesse das drauf hat. Wollen wir da jetzt hochfahren? Gesicht an dem Schatten. Ja, wir fahren gut jetzt geworden. ADAG? Nee. Nein. Okay. Ist ja geil. Zurück lasse ich dich fahren. Zeigt die mal. Oh, Holly. Jetzt, die Holly zeigt uns mal, wie Holly fährt Auto, Leute. Holly fährt Auto. Habt ihr auch gute Fahrstunde gegeben? Ja. Was ist denn hier los? Wo kommen denn die ganzen Autos her? Wie auf der Autobahn hier. Freunde. Aber auf die Autobahn. So, da kommt Holly, noch das jemand. Ist kein Autoscooter, ne? Ja, es hat Schaltung, ne? Nicht nur Rückwärtsgang. Ey, wieso sind denn hier so viele Autos? Das Auto lässt, ja, die lässt mich. Okay. Und wieder stehen bleiben. Nein, der lässt mich. Sehr nett. Mehr Leute. Und dann fahren wir auf die andere Seite vom Parkplatz. Einfach direkt wieder drauf. So, da sind wir wieder. Zu Ende. Hat auch viel Spaß gemacht. Ausflug vorbei. Gut. War ja wirklich ein ganz große Tour, war das. So. Schauen wir doch mal mit dem Park. So. Ja. Ich kann Entschuldigung. Sportliche Betätigung. Wie heißt es? Sportliche Tätigkeiten. Okay. Nochmal, also. Okay. Oh nein! Dum. Ja.